Ja, Fisch on! Der hat so geil gebissen, der kam voll raus. Oh, schöner kleiner Hecht. Oh, ich liebe es. Herzlich willkommen zur Mai-Folge. 12 Monate Topwaterangeln ist die Challenge. Wir sind wieder beim Fischen in einer wahnsinnig tollen Location. Es ist gerade Frühling, es ist noch super kalt. Hier liegt jetzt auch schon wieder der erste Schnee im Mai. Das ist immer gut. Aber das Wasser ist, denke ich, noch ein bisschen zu kalt, um wirklich gut zu fangen. Hier gibt es wunderschöne Bachforellen. Wir haben ja gesehen, der Marco hat eine gefangen. Wirklich ein astreiner, toller, toller Fisch. Aber ich denke mal, wir haben nicht mal 4,5 Grad Wasser. Wir brauchen einfach noch ein bisschen Temperatur. Deshalb, was machen wir? Werden wir nochmal die Location wechseln. Wir werden jetzt einen anderen Bach befischen. Und ich hoffe, dass das Wasser ein bisschen wärmer ist und dass wir dann ein paar schöne Fische hier uns einfangen können. Der Euast. Wow, Topwaterbiss. Ah, schon wieder. Das ist ein schöner Fisch auch gewesen. Am Ende angekommen. Was für ein zäher Tag. Nur Fehlbisse bekommen. Egal, es hat was gebissen. Morgen geht's zum Echtfischen und da freue ich mich schon drauf. Und ja, jetzt haben wir genug Kilometer gemacht für heute, genug gelaufen. Genug wunderschöne Natur gesehen. Es war ein herrlicher, traumhafter Tag, auch wenn ich diesmal nichts gefangen habe. Im Mai sind wir unterwegs, heute in der herrlichen Kulisse, bei einem wahnsinnigen Sonnenschein und wir fischen ein bisschen auf Hecht in ganz flachen Gewässerbereichen. Bis jetzt hat das relativ gut funktioniert und wie wir das machen, das will ich euch mal ein bisschen genauer erklären. Eine relativ kurze Route, bestens so um die 2 Meter, brauchen eigentlich gar nicht viel, eine geflochtene Schnur, ein Titanvorfach, ein hechtsicheres Vorfach und eben unseren Köder und in dem Fall habe ich heute mal mit dem Stickbait angefangen, ist der Dreamcatcher, der ist 11 cm lang. Das ist wirklich ein Klassiker. Schon lange, lange Jahre haben wir den im Programm und der macht eine super Frequenz. Er macht ein schönes Plopp beim Links-Rechts-Lauf, das erreicht mit leichten Schlägen in der Route. Und dadurch wird er eben dann noch ein bisschen lauter und ein bisschen verführerischer. Wow, Fisch on! Ein ganz kleiner, aber Fisch on!
Der erste Topwater Pike und ab. Ciao, bye bye. Yes! Nein! Schade! Keine Ahnung! Fisch auf jeden Fall! Ja, ja, schon! Och, schade! Kann schon Barsch gewesen sein! Oh, wieder Biss! Jo, wieder Biss! Manchmal sind sie sehr gut drauf. Ich habe heute zum Beispiel in einem Wurf 3 Bisse bekommen von verschiedenen Fischen, vielleicht 2 verschiedenen Fischen, wo ich denke, weil einer kurz hängen blieb. Und das ist wirklich eine Sache, was Spaß macht ohne Ende dann, wenn es mal ein bisschen beißt an der Oberfläche. 3 Fischwurf war das. Der war nicht schlecht, 3 Bisswurf. Also ich fische ja echt langsam und kriege die Bisse drauf. Fisch nur so links, rechts, ganz langsam, gemütlich. Wow, Biss! Fisch an! Wuhu! Yeah. Ja, gerade in flachen Gewässern ist oft der Mai die beste Zeit zum Hechtangeln an der Oberfläche, weil oft die größeren Fische noch flacher stehen und da kommen schon oft mal ein paar Einschläge und ein paar sehr, sehr gute Fische bei raus. Und das ist ganz bedingt, je nach Wassertemperatur, wenn sie eben noch in den flachen Buchten stehen oder in den Schilfbereichen geleicht haben, in den Seerosenfeldern, in den Krautbereichen. Und das sind die Bereiche, die ich gerade im Mai am liebsten befische. Der ist reingerumst. Ja, Mann. Wow, Action, Action. Ja, hab ich. Aber sowas von. Da ist er, wunderschöner Fisch, hat sich gerade hier den Dreamcatcher reingebaut und ich bin happy, heute geht's ab, ich fange ein paar Fische, da bin ich echt mega happy, es beißt und ja, der ist richtig reingerumst, voll geil. Da darf er dann auch schon wieder zurück, schöner Fisch und ein wunderhübscher Pike. Yeah. Der kommt natürlich auch wieder in dem Special Pack. Wir fischen vom Bellyboot, weil wir uns relativ leise in die Randbereiche vortasten können. Wir sind, ich finde es auch eine super schöne Fischerei. Wir sind irgendwie mitten im Element drin, die Füße stecken im Wasser. Es ist alles irgendwie so direkt im Bellyboot. Und gerade auch wenn die Hechte dann vielleicht auch mal kurz vor dem Belly erst beißen, das ist einfach ultra spannend, das ist super spektakulär und das macht richtig, richtig Spaß. Oh, ich habe einen erschreckt. Oh, Biss! Biss, Fischern! Juhu! Nächster Wurf, nächster Fisch. So, jetzt haben wir ihn da geborgen. Den kleinen Kameraden. Super geil. So, manchmal geht es mal Schlag auf Schlag. Der nächste Fisch, kleiner Hecht, darf gleich wieder zurück. Aber gleich.
Zwei Würfe, zwei Fische, das ist immer gut. Ich hoffe, euch passiert das auch mal, weil dann wisst ihr, dass es mal richtig ballert wieder. Ja, was sind so die Gefahren beim Bellyboot-Fahren? Da gibt es ja schon einige wilde Geschichten. Man sollte auf jeden Fall aufpassen beim Bellyboot, gerade wenn man diese Schläuche drin hat, dass man, sobald es warm wird, wenn die Sonne scheint, immer mal wieder Luft ablässt. Ich habe das so geregelt, ich habe einfach ein Loch reingemacht, dann lässt automatisch Luft ab. Dann kann mir das nicht passieren, ich muss halt immer ein bisschen nachpumpen. Aber normalerweise, wie gesagt, aufpassen, wenn die Luftkammern zu prall werden. Der Kameramann ist schon mal implodiert oder explodiert oder wie man es nennt. Und ja, es war, glaube ich, kein schönes Erlebnis. Deshalb immer aufpassen auf den Druck im Bellyboot, gerade an heißen Tagen im Sommer. Juhu! Fetter Einschlag. Alter, kam der fette. Der ist so draufgenagelt. Ich habe mein Mojo wieder. Ein kleiner Fisch, aber der ist so draufgenagelt. The next Pike. Heute kommt es richtig ab. Fisch Nummer 5. Ja, der Sticky, der liefert heute. Ah, wieder alles nass. Aber bei so schönem Wetter und so tollen Hechten darf das auch so sein. Im März haben wir mit den Forellen angefangen. Forelle und Döbel gefischt. Im April auch Forelle und Döbel. Da kam schon der erste Hecht. Und jetzt ist eben Hechtsaison. 1. Mai ist vorbei. Und deshalb sind wir hier mal ein bisschen auf Hecht. Vielleicht beißt auch noch ein Barsch, da hoffe ich persönlich sehr drauf. Komm schon, dicker Barsch, komm einfach raus und essen. Also, nee, das war ein dicker Barschbiss. Das war ein dicker Barschbiss. Gerade auch die großen Barsche lieben auch mal größere Stickbaits, die links, rechts an der Oberfläche laufen. Das ist aber oftmals so, dass das Wasser noch ein bisschen wärmer sein sollte oder sein könnte. Aber wir werden feststellen, vielleicht kommt ja trotzdem der eine oder andere Barsch noch. Vielleicht fangen wir noch ein paar schöne Hechte. Wow! Den muss ich aber erst noch fangen. Da ist er dahinter. Immer noch? Jetzt hat. Da ist er. Echt die 6. Der macht einen Roll-Around. Schön. Und der nächste Stickbait-Hecht ist gelandet. Schöner Fisch wieder. Sind alle noch sehr, sehr schlank. Huh, heute geht's ab. Coole Sache, hat richtig dreimal gebissen in 3 Würfen. Voll geil, richtig geil. So, da will er schon weg. Da ist er wieder. Juhu! Ein guter Fisch ist das. Jo, jo, dicker Fisch.
Es ist doch so super Beißwetter, da muss doch jetzt gleich knallen. Es ist Monster. Das sind. Nein, nein, nein. Schnell nochmal. Ist er doch nochmal gekommen. Aber da siehst du dann, es sind drei Köder vorbei, die interessieren ihn dann nicht. Und dann kommt nochmal was und dann nimmt er ihn wieder. Oh, da beißt er. Jetzt hängt er. Das ist ein Fisch. Jetzt beim vierten Biss hat er auch mal mein Stickbait attackiert und ich habe ihn gleich zum Landgang überreden können. Und los geht die Reise. Adios. Maihechte. Ah, da ist er doch. Ist das der gleiche? Alter, was stehen, wie viele Hechte stehen hier drin? Was fängst denn du da die ganze Zeit? Fische. Geil, bitte. Bitte, danke. Ich hab mir noch gedacht, ach, eigentlich könnte ich es dann mal gleich hier rechts hinwerfen, wenn nichts geht. Der nächste Hecht hat sich mein Stickbait von der Oberfläche geholt. Der Ben hat gerade leider einen verloren, aber wir glauben jetzt gefunden zu haben, die stehen super, super flach. Das Wasser fühlt sich hier deutlich wärmer an und wir haben auch ganz kurze Distanz deutlich mehr. Das ist schon generiert. Boah, der jumpt gleich. Komm schon. Was? Wow, Fischbiss! Kann immer der nächste Wurf sein, gell? Oder bis Fischbiss kommt. Jetzt hat fische ich nochmal da drüber, wo er war. Wollen die heute alle nur daneben beißen bei mir? Die. Wow, dicker Biss, dicker Biss. Wie oft wir da drüber gefischt haben. Mhm. Das ist so crazy manchmal. Aber ein schöner Fisch. Den haben wir schon mal gefangen, so wie der aussieht. Der hat hier hinten dieselben Bissspuren wie der von Julian. Super geil, jetzt habe ich auch einen Fisch gefangen. Petri, Marco! Petri, ho! Oh, wow! Ich habe doch gesagt, an der Inselspitze war nochmal. Jetzt beißt da die ganze Zeit, hey! Boah, yes. Verdient. Oh, da rechts. Boah, der hat ihn voll attackiert. Der hat ihn voll attackiert. Voll attackiert. Und aber voll attackiert. Voll da reingedonnert, gell? Oh, komm schon. Aber hat gar nichts gespürt, aber Vollgas. War das dann vielleicht doch ein Hecht, den ich gerade jetzt erschreckt habe wieder? Komm schon. Jawohl, nein! Das sind die letzten Meter der Strecke. Heute war ein bisschen Pech bei mir. Ich habe leider die Fische alle nicht gekriegt, die gebissen haben. Es ging los mit einem guten Barschbiss. Dann mit den Hechten weiter. Aber das Glück war bei den Tüchtigen. Julian und Marco haben schöne Fische gefangen. Die Hechte sind aktiv am Bach und es macht einfach einen riesen Spaß hier an der Oberfläche zu angeln.
weil die Fische halt oft auch in der Luft sind und ganz verrückte Sachen machen. Und das macht es einfach zu einem Special Moment, zu einem ganz, ganz besonderen Moment. Wie gesagt, und das an meinem Geburtstag erleben zu dürfen, das ist eine wahre Freude mit meinen zwei Jungs hier hinten. Ach, herrlich. Fisch an! Wuhu! Geburtstagsfisch! Ein kleiner! Ja, Mann! Yes! Wuhu! Hat der geil gebissen! So sehen Bachhechte aus, das ist noch ein kleiner. Aber geil hat er gebissen, kam komplett raus. Jo, fett. Erster Fisch in Schneiderung, erster Biss hier am Bach. Du Hechti! Darf er wieder schwimmen? Hier. Ja, same size. Wow, yes! Woohoo! Alter, bist du aggro drauf gerumst? Ja, Mann! Da steht einer. Er kommt, er kommt, er kommt. Yes! Auf Sicht! Ah, so schön, den habe ich stehen sehen, auf Sicht angeworfen. Und dann haut er sich den Dreamcatcher weg. Das war geil. Geiler Fisch. Nichts Großes. Aber es ist immer schön, wenn man die wirklich auf Sicht anfischen kann. Super geil. Da darf er auch schon wieder schwimmen. Dankeschön, mein Freund. Schöner Bach. Da ist er. Schön da. Ganz schön weiter Weg für ein paar Bisse, aber es hat sich gelohnt. Wahnsinns Kulisse wieder. Wunderschön, saftiges Grün, der Mai, da geht ein bisschen was. Hier am Bach sind ein paar Hechte unterwegs. Den letzten habe ich auf Sicht angeworfen. War eine super geile Fischerei. Hat riesen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. An dieser Stelle wollen wir das Video beenden. Liken, kommentieren, teilen, abonnieren nicht vergessen.